Hi, nachdem ich beim Altbau-Vlog gewesen bin, habe ich ja ein paar Sachen abgebaut und mit nach Hause genommen. Einmal die alte Abzweigdose hier in dem Fall und diesen Schalter. Hier handelt es sich auch um keinen Ausschalter, sondern tatsächlich um einen Wechselschalter. Die sind hier dreiadrig reingegangen und dann ist bei dem Schalter so, dass dann der Schalter an ist. Wenn man weiter dreht, ist er wieder aus. So ist er gegebenenfalls wieder an. Immer wenn es Klick macht und so ist er wieder aus. Und so kann man dann dementsprechend die Lampe entweder nach rechts drehen oder nach links drehend ein- und ausschalten. In dem Video wollte ich gucken, wie die Sachen von innen drin aussehen, weil ich habe so einen Schalter selber nicht aufgemacht. Ich denke, das wird ganz interessant werden. So, dann würde ich sagen, wir fangen hier bei der Abzweigdose an. Das Ding ist, ich habe hier die meisten Leitungen noch drin gelassen. Bloß eine fünfadrige, die hier reingeht, die habe ich eben weggenommen. Das Ding ist, hier sind die Kabeleinführungen, hat man immer zwei Kontakte von oben, zwei jeweils seitlich. Und dann kann man sich die so hinhängen. Man kann das hier auch aufschrauben, um dann dementsprechend nochmal reinzugucken hier bei den Adern. Hier sieht man zum Beispiel schwarz, grau und rot. Hier kann man das auch aufdrehen, so wie das gewesen ist. Da haben sie auch abgemantelt und das dann dementsprechend so reingemacht mit schwarz, grau und rot. Und hier habe ich eine fünfadrige rausgenommen. Hier sieht man nur noch schwarz, grau und rot in dem Fall. Und das sind die Leitungseinführungen. Und dann haben wir dementsprechend noch den Mittelpunkt, den Klemmkasten. Den können wir auch mal aufmachen. Hier wurde auf jeden Fall auch mit Lüsterklemmen gearbeitet. Aber in der Regel hat man da für Schutzleiter, Außenleiter und Neutralleiter vorgefertigte Klemmblöcke, sogar noch einen weiteren für eine Schaltung gegebenenfalls. Also hier sind auf jeden Fall schwarz die Phasen gewesen. Die kann man sich dann dementsprechend hier auf eine so eine Klemme drauflegen. Und für eine Lampenschaltgeschichte kann man separat noch einen Klemmblock nehmen. Hier hatten sie die ganzen Neutralleiter drauf. Hier haben sie die Schutzleiter drauf gemacht. Und hier den geschalteten der Lampe. Schwarz und Grau, so wie man das heute bzw. damals auch noch in normalen Abzweigdosen gemacht hat, mit Schwarz und Grau zur Lampe dann gegangen, Phase drauf, Lampendraht drauf zu einem Schalter und dann ist gut. Und dann irgendwo zur Lampe gehen. So hat man hier damals vier fertige Klemmpunkte gehabt, wo man dementsprechend von beiden Seiten mit den Adern raufgehen konnte. Schalter habe ich einfach so aufgeschnitten, noch gar nicht aufgemacht. Hier eben die Wandmontagepunkte, zwei Stück und dann noch hier mit Schrauben befestigt. Ich würde mal vorschlagen, hier ist die Kabeleinführung. Ich würde an der Stelle einfach mal vorschlagen, die Schlitzschrauben hier einmal aufzumachen. Okay. Jetzt ist der Mechanismus komplett frei. So sieht das Ganze aus. Hier sehen wir, das ist viereckig. Das ist dieser Schaltdings, den man ohne Hebelwirkung gar nicht machen kann, diese Mechanik. Das heißt, wenn man das drauf macht, dann dreht man das so lange. Naja, eigentlich, dass es gerade ist, aber der fängt sich auf jeden Fall schon, sodass der die Kontakte schaltet. Und innen drin haben wir einfach nur einmal die Dauerphase, wo dauerhaft Strom anliegt. Dann hier noch die beiden korrespondierenden Wechselkontakte, wo er pro Richtung immer zwischen dem und dem schaltet, damit der vom Schwarzen immer entweder hier ist oder geschaltet, der Strom hier hingeht. Und so wechselt er sich zwischen Rot und Grau immer ab. Das Innenleben kann man auch an der Stelle rausnehmen. Ich werde mal hier kurz die Kontakte abschrauben. Hier haben sie auch richtig gearbeitet, so eingeführt, damit wenn man die Schraube festdreht, die Ader eingezogen wird und nicht rausgedrückt wird, haben sie überall drauf geachtet. Das lernt man auch in der Berufsschule. So, der Schalter sieht so leer aus. Hier hat man noch Führungskonturen beim Einsetzen. Ja, und mehr ist das gar nicht. So sieht es innen drin aus. Einfach nur die Schrauben, innen drin die Mechanik, da kann man sowieso nicht reingucken. Das wär's. So, ich hoffe, die Einblicke waren nicht so unspektakulär.
Das war's mit dem Video auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.